Guten Morgen. Ja, nachdem mir aufgefallen ist, dass viele meiner Vlogs ja immer aus der Küche starten, kann ich euch heute was Besonderes bieten. Und zwar befinde ich mich hier am wunderschönen Strand von Alicante in Spanien. Kleiner Switch aus Kanada. Es gibt keinen Vlog zum Wettkampftag in Kanada. Aber alle, die es nicht mitverfolgt haben, was in Toronto passiert ist, hier eine kleine Kurzzusammenfassung. Der Wettkampf lief unglaublich gut für mich. Ich konnte mir bei meinem ersten Wettkampf der Saison tatsächlich die Olympia-Quali sichern. Was bedeutet, dass die Wettkämpfe, die jetzt dieses Jahr noch folgen, für mich eigentlich nur nice to have sind. Aber ich bin jetzt trotzdem hier in Alicante. Erstens war ich für den Wettkampf schon angemeldet. Zweitens sind die Reisen schon gebucht. Und Wettkämpfe sind für mich einfach kein Muss, sondern einfach eine unglaublich schöne Erfahrung. Und ich kann daraus so viel mitnehmen. Jetzt eine Woche später hier zu sein, ist für mich unglaublich toll. Ihr seht ja, wie wunderschön es hier ist. Das ist fast wie Urlaub. Ich werde euch heute ein bisschen durch den Tag mitnehmen, euch so zeigen, was heute ansteht. Heute ist Freitag. Das heißt, wir sind zwei Tage vorm Wettkampf. Und heute ist Registrierung, wie in Kanada auch. Ich habe heute noch einen Massagetermin heute Morgen. Und ja, heute wird schon geladen, das heißt, ein paar mehr Carbs kommen auch ins System. Wie das Ganze aussieht, habt ihr ja letzte Woche bereits gesehen. Deswegen soll es ja heute nicht nur ums Essen gehen, sondern eher so ein bisschen um das Leben, um die Wettkämpfe herum. Was macht man so? Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Und meinen Tag habe ich gestartet mit einem Morning Walk, Spaziergang zum Sonnenaufgang. Es wird auch schon langsam richtig hell hier. Jetzt ist 6.20 Uhr am Strand von Alicante. Ich werde jetzt langsam dann wieder auf den Rückweg gehen und mein Frühstück vorbereiten, bevor es dann eben später zur Massage geht. Und Haare müssen noch gewaschen werden, die Registrierung steht an. Und was ich auch die letzten Tage schon verzweifelt versuche, ich weiß nicht, ob man es sieht, die fleckige Farbe von meinem Körper zu bekommen, die aus Toronto noch auf meiner Haut haftet. Das ist wichtig, dass man vor dem nächsten Wettkampf, bevor die nächste Schicht Farbe draufkommt, die diesmal übrigens von Jenny gemacht wird, einfach die alte Farbe komplett runter macht. Ansonsten wird das fleckig. Und das ist extrem sichtbar auf der Bühne und das wollen wir nicht haben. Deswegen werde ich heute auf jeden Fall auch noch mal einige Zeit in die Hautpflege investieren. Und dabei nehme ich euch auch so gut es geht mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Und wir sehen uns dann gleich entweder im Apartment beim Frühstück oder zur Massage wieder. Die Chefin macht einen Formcheck. Ja. Direkt nach dem Aufstehen, so viel Arbeit. Ja. Wie lange bin ich jetzt schon nach? Stunden? Ja, trotzdem. Ich weiß ja, wie das ist, Jenny. Ich kann mich jetzt in dich reinversetzen. Eigentlich denkt man sich so, oh, lass mich erstmal bitte erstmal ein paar Stunden wach werden. Aber ich weiß das sehr zu schätzen. Ich stelle jetzt mal hier die Kamera auf. Ne, ich stelle die einfach hier auf. Dann sieht man über deine Schulter, das ist so Stefan Kienzel-like. Der wird auch immer über die Schulter gefilmt, wenn er Formchecks macht. Oh. Und du bist ja die weibliche Stefan Kienzel. Oh, nein, du bist besser. So, ich muss mal gucken, dass man mich noch ein bisschen sieht. So. Locationwechsel. Wir sind jetzt hier bei Bruno im Apartment.
Bruno ist ein Physiotherapeut. Er kann vielleicht nachher auch mal selbst ein paar Worte zu sich sagen. Der behandelt hier hinten allerdings gerade Jenny. Ich möchte es jetzt ungern filmen, weil Jenny liegt da nicht so sehr angezogen. Und ja, er wird jetzt ein Pre-Stage-Treatment mit mir machen, also wenn Jenny durch ist. Da geht es einfach auch darum, das werdet ihr dann auch gleich sehen, sich nochmal anzugucken, ob es irgendwelche Probleme gibt, muskulär, strukturell. Und ja, mich optimal auf die Bühne vorzubereiten. Ich freue mich sehr auf die Behandlung, weil Bruno macht es wirklich super. Ich war jetzt noch nie selbst bei ihm, aber Jenny schon öfter. Und ich nutze gerne die Gelegenheit, die Behandlung in Anspruch zu nehmen. Solange Jenny jetzt noch in Behandlung ist, werde ich mir erstmal mein zweites Meal gönnen. Ja, wir haben jetzt erst 9:30, aber ich habe heute einiges zu essen. Ich möchte nicht so spät ins Bett. Von dem her passt es zeitlich ganz gut soweit. So, also wie gerade angekündigt, Bruno, do you want to introduce yourself to say some words? Right, hold on. Oh, yeah, I can hold it. That's okay. Yeah, see, I'm not used to guys. So I'm Bruno. I work as a Maya therapist. And today what we're going to be working with Lena is going to be more focused on details, right? We don't want to cause any more inflammation because if we go too deep, it's going to bring water out. Main focus will be muscle separation. So you can get better mobility for posing. Your cuts can get deeper for when you carb up, also get fuller. Sounds good. And yeah, gonna have some fun. So, perfect day. Also, perfekter Tag heute. Ihr werdet jetzt sehen, was wir genau machen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. The right is a little bit blocked on your shoulder blades, probably. It's always like this. Yeah. Here, okay. Because I work a lot with the right arm, okay. The laptop, okay. And as well with my smartphone. So this arm is always hanging, right? So same on your front pose, like the left arm is coming rounder, mm-hmm. And then see how the right one is yes. Struggling to follow, you know? Mm-hmm. So, and on the left leg, we scrape a little bit more your quads to try to get more separation. Matching the right side. I think both, even legs and legs look more. Yeah, there was wow, yes. Quads, legs really good. Yeah. Especially the sartorius muscles. Mm-hmm, mm-hmm. It's coming more. Habe ich direkt gesehen. Der linke Bein sieht auch viel besser aus. And the back, you can match a little bit yeah, more. Yeah, yeah. Hmm? It feels more that now it's just it. More about the mind connection because yeah. Maybe you're so used to. Have to struggle a little with one side, in the next hours we'll relax more. So you should feel even lighter up to tomorrow. But it looks good. Nearly even. It's okay. Yeah. I think it's okay. Ja, das kennen wir schon. Das ist immer was rot, ne? Bei Posing dir. Hast du nicht mitgefilmt, oder? Doch, ich habe immer auch was mitgefilmt. Ach ja, sehr cool. Dann kann ich kurz was dazu sagen. Genau, wir haben uns jetzt davor und danach einfach nochmal ins Posing angeguckt. Einfach um zu sehen, was sich verbessert hat. Und ihr habt vielleicht gesehen, dass meine Beine jetzt etwas freier sind. Auch der Bauch wurde nochmal bearbeitet. Das ist natürlich ein bisschen rot, aber ich fühle mich sehr smooth und sehr gut. Thank you, Bruno. You're welcome. Thank you too. All the best on the weekend. So maybe you can talk to, or maybe you can explain when someone wants to book
therapy with you? How is it possible? Yeah. In Germany? In Germany, we have a few collaborations. So the main one to do today will be Kraftstation in Cologne. Kraftstation in Köln. Yeah, so yeah. These pretty much every 6-7 weeks, we're back to Germany to work over there. And you can schedule appointments via Instagram, or do we have a website? You can get direct with me on Instagram. Mm-hmm. So every time we create a list, and when we have the dates booked, I text all the clients interested with the appointments, the timetable. Our base is in Portugal, so close to Porto. But if you're an athlete competing, always text it, because we also travel around tournaments, right? Also, falls jemand Urlaub macht in Portugal, Nähe Porto ist seine Praxis, genau. Und ansonsten eben Kraftstation in Köln oder um die Wettkämpfe herum. Einfach mal ihn anschreiben, Bruno FX Therapy auf Instagram. Ich verlinke nochmal alles. Dann könnt ihr ihm einfach mal schreiben. Yeah. Dankeschön. Thank you. Zurück im Apartment. Direkt nach der Behandlung habe ich tatsächlich meine letzte Pump-Session schon erledigt. Das ist also getan. Jetzt kommt eine weniger schöne Aufgabe. Und zwar muss ich in der Badewanne einweichen, um meine Farbe weiter abzubekommen. Ich habe mir jetzt hier aus diesem schönen Bücherregal ein Buch rausgesucht. Ich habe tatsächlich ganz kurz überlegt, ob ich ein spanisches Buch nehme, zu circa 99% der Bücher sind auf Spanisch. Ich habe aber ein englisches gefunden. Und ja, es sieht eigentlich ganz okay aus. Was ist denn das? Das sieht auch irgendwie cool aus. Ist wahrscheinlich auch Spanisch. Ja, dann werde ich wohl das wunderschöne Buch hier lesen. Stephanie Mayer. Amanecer. Das ist doch die Autorin von Twilight, oder? Aber auch Spanisch. Also, es wird The Heron's Cry. Und da werde ich jetzt meinen Spaß haben in der Badewanne mit. Der Tag ist vorbei. Ich liege hier im Bett. Und ich hätte euch noch mitnehmen können. Ich wollte euch mitnehmen zum Pro-Meeting. Ich trinke mal meinen Sleep hier nebenbei, weil, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Es ist ein bisschen chaotisch geendet nach dem Baden. Habe ich erstmal, was habe ich eigentlich gemacht? Ja, wir wollten ja dann irgendwann auch zum Pro-Meeting gehen. Also heute war Registrierung und ich habe dann noch gemeint, ich muss mir noch einen Hitzeschutz für meine Haare kaufen, weil ich die glätten wollte. Zum Haarewaschen hat es mir nämlich nicht mehr gereicht, beziehungsweise fand ich unnötig, weil ich mich morgen wahrscheinlich nochmal peelen muss. Und ich bin dann einkaufen gegangen, was ein bisschen länger gedauert hat, hatte dann noch so eine Dreiviertelstunde mein Essen zu machen, zu essen. Also ja, knackig, aber machbar, würde ich mal behaupten. Und dann ging der Induktionsherd nicht. Ich hätte 2 Eier essen müssen. Ich hatte Reis zum Glück schon vorgekocht, mit ein bisschen Gemüse, alles gut. Dachte, ich mache das in der Mikrowelle, habe die Eier in die Mikrowelle gemacht. Julia war auch in der Küche. Und von einem auf den anderen Moment ist diese Mikrowelle explodiert, beziehungsweise das Ei in der Mikrowelle. Das ganze Ei war überall in der Küche verteilt gefühlt, weil die Tür aufgesprungen ist. Ach, naja, auf jeden Fall richtig krasse Scheiße. Und ich war einfach so, das passiert dann, wenn man es eilig hat. War dann auf jeden Fall alles ein bisschen chaotisch. Im Endeffekt bin ich dann halt ungeschminkt zum Pro-Meeting, auch nicht so schlimm. War auch mega cool dort, muss ich sagen. Man hat ein paar coole Leute gesehen. Es sind ja sehr viele Deutsche auf der M-Pro. Aber ich bin durch. Ich bin richtig müde. Und habe halt leider dann auch die Kamera nicht mitgenommen, weil wir es eilig hatten, auf dem Weg hin. Und ja, ist halt so jetzt, ne?
hoffe, euch hat dieser Einblick in den Tag trotzdem gefallen. Es ist ja ansonsten auch genug passiert. Ich trinke jetzt meinen Sleep. Und erfahrungsgemäß werde ich dann so in 10, 20 Minuten einschlafen. Ich muss noch mal kurz auf die Toilette, ich muss noch kurz Zähne putzen. Und wollte dann zum Einschlafen noch ein bisschen ein Buch lesen. Der ist gar nicht mal so schlecht übrigens. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute und mich dann morgen nochmal bei euch. Morgen ist Ladetag, also der richtige Ladetag. Mal schauen, was die Chefin zur Form sagt. Wenn man gut geschlafen hat, kann die nur besser werden. Deswegen gute Nacht und bis dann. Guten Morgen. Ich habe heute Verstärkung mitgebracht. Guten Morgen. Hier ist Julia. Wir sind noch im Apartment und machen uns jetzt auf den Weg in den Supermarkt. Jawohl. Was kaufen wir? Sachen für morgen, für den Wettkampf, bisschen was zum Laden und vielleicht auch den ein oder anderen Cheat für danach. Etwas Süßes oder sowas, schauen wir mal. Ja, ich habe tatsächlich was dabei. Ich gucke jetzt mal, was es da so an Gebäck gibt. Wenn es coole Cookies oder so gibt, vielleicht nehme ich noch einen mit. Schadet nie, man kann immer ein bisschen mehr im Petto haben. Dann ist das wieder die andere Sache, gell? Ich bin ehrlich gesagt nach dem Wettkampf meistens gar nicht so, dass ich was Süßes brauche. Ich auch nicht. Ich habe letztes Mal nach dem Wettkampf das erste, was ich gegessen habe, waren hartgekochte Eier ja, dann und Hähnchenausschnitt. Weil man ja die ganze Zeit süß lädt oder oft Bock auf was Deftiges. Ja, vor allem auf Fett. Ne? Irgendwie ja. So ein Vollei und so oder irgendwie Käse oder sowas. Das ist immer sowas, wo ich dann Bock drauf ja. habe. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, was wir zum Laden kaufen. Wir kaufen nämlich gar nicht so viel Scheiße. Nee. Es sind so ein paar besondere Sachen. Ihr habt ja letzte Woche im Video gesehen, was ich geladen habe. Also ich werde heute auch noch ein paar Datteln kaufen fürs normale Laden. Aber wir reden jetzt vom Wettkampftag. Ja. Ja, und wir nehmen euch jetzt einfach mal mit und dann, ja, wir schauen, was wir hier so im Supermarkt finden. Ich finde die spanischen Supermärkte eigentlich ziemlich cool. Ja, ich finde, die sind günstig. Sind gut ausgestattet, aber auch nicht so überladen wie in den USA. Ja. In den USA, da bist du immer, da brauchst du eine Stunde im Supermarkt, bis du alles findest. Voll. Wir kennen uns ja auch jetzt schon im Supermarkt aus. Ich hoffe, wir werden nicht rausgeschmissen, weil das eine Security. Es wird ein bisschen Undercover-Film, aber ja, wir gucken einfach. Ich weiß, juckt die hier nicht, aber keine Ahnung. Wir sehen es dann. Wir werden es sehen. Kriegen wir schon hin. Mülltüten haben wir ja auch, die bringen wir jetzt noch runter. Und ich habe zum Einkaufen einen richtig sexy Rucksack dabei. Den haben wir gestern bei der Registrierung bekommen. Der ist wunderschön. Wunderschön. Wir haben hier unser Apartment mitten in der Stadt und es ist mega praktisch, weil der Supermarkt ist noch 100 Meter von uns. Wir sind jetzt also nur 2 Minuten gelaufen. Und sind jetzt schon da. Da ist er. Und da gibt es alles, was man braucht. Alles, was man braucht. Außer Mandelmus, aber den gibt es im anderen Markt. Und das brauche ich auch nicht unbedingt. Erdnussmus schmeckt auch gut. Ja. Also erstmal frische Früchte für nach dem Wettkampf. Ich glaube, ich nehme Pfirsich mit, wenn die reif sind. Aber die sind nicht so richtig reif, ne? Oh ja. Das weiß ich nicht, was das ist. Das ist auch Pfirsich. Es gibt haarige Pfirsiche und nicht haarige Pfirsiche. Sind die bei dir nicht so? Ich bin halt nur. Nee, die haarigen sind oft so. Ich glaube, ich nehme tatsächlich mal einen Pfirsich. Ich habe ewig keinen Pfirsich mehr gegessen. Also so einen richtig großen. So einen. Das reicht mir dann eigentlich auch schon. Ja, wir haben gerade schon gesagt, Gemüse brauchen wir heute nicht. Weil heute gibt es kein Gemüse. Ich brauche auf jeden Fall aber noch getrocknete Datteln. Das wäre nicht schlecht. So weißer Toast. Also Toast prinzipiell, esse ich schon mal gern Toast, aber das so richtig nur weiß, das ist ja ohne Kruste halt, ne? Ja, krass. Also irgendwie sieht das so richtig... Also leblos aus. Ja, was ist denn das, nur Weizenmehl oder was? Ja, Gluten. Es fängt an mit Gluten, okay? Aqua. Und Olivenöl, Salz, und es ist eigentlich ganz normal, aber es sieht richtig nicht mal durchgetoastet aus. Also ich meine, durchgetoastet wird es noch, aber irgendwie sehen aus. Ja, sollen wir vielleicht eins zusammen einfach kaufen? Oder guck mal, aber das ist da ein Strohhalm dabei? Nee, das zum Sutras trinken ist auch kacke. Ja. Ja, sowas ist auch gut. Da können wir einfach, ja. Ich kaufe eins dann 3er-Pack, ja. Oder? Aber schauen wir mal, ob da überhaupt Zucker drin ist. Viel. Weil manchmal ist da so wenig Zucker drin. Das bringt dann auch nichts. Nee, guck mal, auf 100 Milliliter hat es gerade mal 5 Gramm Kohlenhydrate. Das kannst du ja auch knicken. Dann schauen wir mal die hier so an. So irgendwie was Süßes, weißt du? Vielleicht gibt es auch bei den anderen noch irgendwie sowas wie Gatorade oder sowas. Ja, das hat auf 100 Milliliter Zucker 3 Gramm.
Ja, das kannst du knicken. Also Honig oder Marmelade gibt es jetzt auf jeden Fall noch. So vielleicht hier so eine Paprika-Marmelade. Ja, genau. Geil. Das ist geil, Feige. Feige ist geil, ne? Mach auch Feige. Am liebsten mache ich Kirsch. Wir gucken hier, wie viel Zucker drin ist. Umso mehr Zucker, umso besser. 50 Gramm auf 100, das geht sogar noch. Guck mal, hier ist... Ich bin am Überlegen, ob ich diesmal mal Marmelade nehme statt Honig. Aber den Honig vertrage ich eigentlich immer ziemlich gut. Aber das ist so viel... Guck mal, wie praktisch ist das hier? Das ist geil. Das nehme ich. Aber das ist dann fast zu wenig, ne? Da gibt nur so riesen Honig und... Aber günstig ist der ja. Klein? Nee, das ist Marmelade. Guck, Marmelade. Ich nehme Honig. Scheiß drauf. Sehr geil. Ich habe Datteln gefunden. Die sehen doch sehr geil aus. Mega. Passt. Ich habe Datteln gefunden, Julia. Sehr gut. Wir haben Pistazien gefunden, ohne Salz und geschält. Die sind zwar sehr teuer, 3 Euro, aber die nehmen wir jetzt trotzdem mal mit. Genauso teuer, ne? Ja, Pistazien sind teuer. Aber geil. Aber für 100 Gramm kann man schon mal machen. Okay. Julia, für was ist die Cola Zero? Nach dem Wettkampf. Ich hatte immer so Bock drauf, was mit Kohlensäure zum einen zu trinken. Und Cola ist einfach geil. Ich weiß, ich lieb's einfach. Ja, also nach dem Wettkampf habe ich da auch mal richtig Bock drauf. Ich glaube, ich nehme auch genau die gleiche. Magst du mir eine geben? Danke. Habe ich schon für die Runde geholt. Ich habe schon mitgedacht. Aber ich finde tatsächlich auch geil Cola aus der Dose. Ich weiß auch nicht. Ich finde, es schmeckt ganz anders. Das gibt's aber dort auch zu kaufen, kalt. Ja. Und ich finde jetzt, das mitzunehmen, das reicht mir dann nicht. Da trinke ich dann nach dem Wettkampf zu viel. Da trinke ich, da exze ich die 1,5, ja, sage ich dir. So, ein Powerade. Wie viel Zucker ist da jetzt drin? Nur 5 Gramm, oder? Warte mal, sehe ich gerade richtig? Hydratstick Carbon auch nur 5. Also ist egal, aber das verträgt man vielleicht noch ein bisschen besser, ja, oder? Wie Fruchtsaft. Ja, weißt du, was ich tatsächlich überlegt habe? Da gibt's Kokoswasser, weil Kokoswasser hat ja auch Zucker, plus es hydriert halt gut. Ich guck mal, wie viel. Schmeckt auf jeden Fall besser. Ich Zucker das hat. Ja, ich guck mal. Das ist halt so ein riesen Tetra-Pack, aber das kann man ja auch umfüllen. Ja, also wir haben uns jetzt hier für die Sin Refresco Sin Gas Naranja entschieden. Passt schon. So, ich habe Julia verloren, aber hier ist auf jeden Fall ihr Joghurt, den sie möchte. Ob es nur Sojajoghurt gibt, weiß ich nicht. Ich würde sagen, gefunden. Mal schauen. Es gibt auf jeden Fall Kokos, Sojajoghurt. Also richtig praktisch, hier gibt es einfach so verpackte. So ein ganzer Kuchen wäre doch was, oder? So verpackt. Die hatte ich mal. Ich hatte mit irgendwas mal schon mal geladen hier in Alicante. Da waren die, glaube ich, ziemlich geil. Die sind ganz weich. Weil die muss man mal gucken, die haben unterschiedliche Füllungen. Ah, echt? Espiral, Kakao, aber das sind nicht alles Kakao. Aber also, oh Gott, oh, die sind lecker auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal in Ruhe gucken. Okay, wir haben uns beide für dasselbe entschieden. Einmal so ein Kakao. Dings. Ich weiß nicht, was drin ist. Wahrscheinlich hauchhell drin und was mit Frucht. Ja. Sehr cool. Ja, ansonsten habe ich noch so ein paar Sachen für heute geholt. Ein Kefir tatsächlich auch noch für nach dem Wettkampf. Nochmal Nussmus, Hühnchen. Und das war's dann. Guti. Ja? Passt, oder? Ja. Ich guck mal, was da... Also, der ganze Spaß hat jetzt 33,11 Euro gekostet. Wie viel hast du bezahlt? 45, aber ich habe auch noch so ein bisschen das Fleisch. Ja, eine Packung Fleisch habe ich auch noch, aber du hast wahrscheinlich deutlich mehr als ich. Ja, okay. Also man muss schon sagen, die Preise sind hier absolut in Ordnung. Ich hatte es tatsächlich teurer in Erinnerung, weil man hat ja meistens auch in Deutschland echt Luxus, was die Supermarktpreise angeht. Aber ich muss sagen, hier ist echt teilweise sogar günstiger. Toll. Ne? Und was hat mich jetzt eigentlich das süße Zeug? Das wurde ja nach Kilogramm berechnet. Hier, eins hat 75 Cent gekostet und das andere, das ist Amarille drin übrigens. Amarillo steht da. 71 Cent, ist voll gut. In Deutschland würdest du für so ein süßes Stückchen mehr bezahlen, denke ich. Können wir uns ja noch ein paar holen.
ich kann ja. Noch ja, vielleicht, da gibt es ja auch so Bäcker, die so süße Stückchen frisch verkaufen. Ja. Ist vielleicht sogar noch geiler, aber zum Mitnehmen ist es auf jeden Fall gut. Aber ich esse nach dem Wettkampf, eigentlich nach dem Essen, gehen immer noch ein Eis. Also, ja, ich auch, was Frisches. Ja. So, also das war unser Einkauf. Hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe ganz schön viel mitgefilmt im Supermarkt und es wurde nichts gesagt. Richtig gut, ja. Voll gut. So, jetzt nach Hause und dann steht die nächste Mahlzeit an. Dann muss ich mich noch mal peelen, rasieren und nachher wird schon die erste Schicht Farbe gemacht. Yes. So, wir machen jetzt die Farbe, beziehungsweise Jenny macht die Farbe. Und auch gleich dran. Ihr seht, hier wird mit Malerausrüstung gearbeitet. So Lackrollen und eine Malerwanne. Und dann wird das aufgetragen auf den Körper. Mit der Wanne. Jetzt kommt schon mal eine erste Schicht und später noch eine zweite Schicht. Und ich denke, morgen werden dann die letzten zwei Schichten gemacht. Oder machst du morgen nur noch eine, Jenny? Hast du's gefragt? Dir bestimmt nicht. Einmal drehen. Ja. Du machst sicherlich noch zwei. Ich habe übrigens die Farbe gut abbekommen, so am Ellenbogen und so. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden soweit. Ja, die Haut hat es überlebt. Ich bin mal gespannt, wie es aufgetragen aussieht, aber das wird schon. So, erste Schicht Farbe. Ist drauf. Es folgen noch ein paar Schichten. Man sieht schon mal ganz geil aus, oder? Jetzt wird weiter geladen. Es gibt bei mir jetzt Rice Pudding mit Datteln. Obst. Nee, Datteln gibt es gar nicht. Es gibt Banane und Beeren und Nussmus. Ich freue mich drauf. So, Julia und ich chillen hier ein bisschen und schauen uns den Livestream an. Mila kommt gleich dran heute bei den Amateuren bei Bikini. Das Problem ist nur, wir wissen nicht mehr, welche Klasse sie ist, beziehungsweise wir wussten es nie. Da gibt es ja immer so A, B, C, D, je nach Größen. Und C ist sie schon mal nicht, also müsste sie jetzt eigentlich D sein. Hier läuft das Ganze. Julia guckt bei sich auf dem Handy. Das wird spannend auf jeden Fall. Warum gehen die denn alle so schnell wieder? Die machen das richtig schnell, ne? Die frühstücken richtig schnell da. Alles ab. Crazy, aber es sind kleine Klassen auch, finde ich. Die sah aus wie eine Wellness gerade, die links. Ist sie da jetzt dabei? Aber warum sind das alles Master, oder? Ich check sie überhaupt nicht mehr. Die ganz rechts erkenne ich, die ist auch eine Deutsche. Keine Ahnung. So, wir sind inzwischen bei Gruppe E angekommen. Mila war immer noch nicht da. Let's hope, dass sie jetzt kommt. Ist alles verschwommen. Super Timing. Das ist schon mal nicht. Oder? Nee. Mila, wie groß bist du bitte? Yay, yeah, wir haben es geschafft, Mila. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sie können sich ein bisschen mehr eindrehen. Ja, wird besser. Uiuiui. Wir tauschen erst nachher, ne? Das war nur numerisch. Ja, das sah jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Lachen! Ich war zu angespannt. Lachen! Viele Lachen! Ah. Die Form hat es ja, aber irgendwie ja. Gruseligkeit mir nicht so. Das so. Smile. Okay, was tauschen sie jetzt? Mila ist auf jeden Fall im ersten Quadrat schon mal. Oh, sie lächelt. Mila, lachen. Ja, Mila. Lachen. Ja. Komm, tausch sie in die Mitte, Taylor. Flirten, Mila, flirten. Sehr gut. Die müsste ich eigentlich so ein bisschen eindrehen. Guck mal, wie die links, weißt du? Ja. Sie steht zu gerade. Ja. So sieht die Taylor nicht. Yes! Komm, zeig deinen Arsch, Mila. Zeig ihm, was du hast.
Lächeln, lachen, lachen. Hallo, lachen. Mila, lach mal. Ja, gut, sehr schön. Das sieht gut aus. I like it. I like it. Komm, tausch sie noch mal, Cella. Tausch sie. Guck mal, wie gut. Tausch. Tausch das. Tausch das. Tausch, Taylor, tausch. Ah, Taylor. Ah, Taylor. Das wird der dritte Platz. Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, man sieht hier nichts von mir. Ich bin nämlich nicht angezogen. Ich habe gerade noch eine zweite Schicht Farbe von Jenny bekommen. Ich habe tatsächlich schon gepennt. Ich habe mein Sleep schon genommen. Aber ich wurde doch mal geweckt. Es dürfte jetzt kurz vor 22 Uhr sein. Jetzt wüsste ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich muss noch was essen, Leute. Ich habe schon 730 Gramm Kohlenhydrate intus. Und ich muss noch was essen. Aber ja, passt schon. Das braucht mein Körper wohl. Ist okay. Ich esse noch was. Und dann geht's ins Bett. Ich zeige euch gleich, was ich noch essen darf. Ich weiß es gar nicht. Bin gespannt. So, das gibt's jetzt noch bei mir. 75 Gramm Reiswaffeln, 2 Eier und 2 Gramm Salz. Und dann geht's schlafen. Einen wunderschönen guten Morgen. Julia ist auch schon wach. Wir haben jetzt 4 Uhr 42 und ich mache mich jetzt auf den Weg zu Haare Make-up. Ich habe sehr gut geschlafen, muss ich sagen. Und bin trotz knapp 800 Gramm Kohlenhydrate heute Morgen mit dem gleichen Gewicht aufgewacht wie gestern. Mal schauen, was die Form nachher sagt. Es sieht aber schon mal ganz gut aus, sag ich mal. Da ist vielleicht ein bisschen Wasser raus. Fülle muss auf jeden Fall da sein. Ich weiß nicht, wo sonst die ganzen Sachen hin sein sollen, aber man wird sehen. Nachher. Jetzt erstmal Haare, Make-up und dann gibt es nachher einen Formcheck und die nächste Schicht Farbe von Jenny. Tada! Make-up ist fertig. Ja, vom Ringlicht ist vielleicht sogar noch eine bessere Idee. Ich bin super happy. Schaut mal, wie schön das aussieht. Richtig geil. Die Haare müssen noch gemacht werden. Oh Gott, ich bin so happy. Das sieht so schön aus. Dankeschön. Gerne. Anna heißt du, ne? Ja. Okay, Anna ist die Schwester von Jamie, soweit ich es richtig mitbekommen habe. Und ihr könnt die beiden oder beziehungsweise Jamies Team buchen. Einfach Instagram Stage Shine. Ich verlinke es euch hier mal. Sie ist auf mehreren Wettkämpfen, auch beim DBV, ne? NPC. Ja, also einfach mal vorbeischauen. Die Termine sind auf ihrem Instagram-Profil sehr gut verlinkt. Und dann, ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. So, I'm ready. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück. Und dann gibt es die nächste Schicht Farbe, denke ich mal, und was zu essen. Sehe euch gleich im Apartment wieder. Vielen Dank euch, Mädels. Frühstück sind jede Menge Maiswaffeln mit einer halben Packung Hühnchenaufschnitt, Honig, Nussmus, ein halbes Gramm Salz und etwas Kaffee. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich freue mich. So, in einer Stunde müssen wir los. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Leute, ich bin ready. Ich melde mich hier von der Toilette. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber hier sieht man mal hier das fertige, sag mal, Outfit, ne? Und ja, ich lasse die Kamera auf jeden Fall hier. Das ist mir zu viel. Ich melde mich nach dem Wettkampf und vielleicht habe ich ja ein paar Videos, die ich hier einblenden kann von Jenny oder so. Schauen wir dann mal. Macht's gut, bis später.
And the 2000 in first place Olympia qualification goes to Lena Rammsteiner from Germany. Hallöchen, ihr Lieben. Ich beende dieses Video, wie ich es angefangen habe, am wunderschönen Strand von Alicante. Und tatsächlich geht hinter mir gerade die Sonne auf. Ja, ich habe euch ein paar Videos eingeblendet vom Wettkampf. Ich konnte mir erneut die Olympia-Qualifikation sichern und ich brauchte gestern erstmal so ein bisschen, um das alles zu verarbeiten. Die ganzen Emotionen, die ganzen Eindrücke vom Wettkampf, das war einfach krass. Deswegen, heute ist jetzt schon wieder Dienstag und wir fliegen morgen zurück. Also ein Tag mal einfach Abstand von dem Ganzen nehmen, um jetzt gesammelt wieder drauf zurückblicken zu können. Ich muss sagen, das war wirklich eine krasse Veranstaltung. Das Teilnehmerfeld war richtig heftig, vor allem halt mit der deutschen Figurklasse. Also die Deutschen in der Figurklasse haben mega krass platziert im ersten Callout. Wir waren 5 deutsche Athletinnen von 6 im ersten Callout und es war ein unglaublich toller Wettkampf, auch wenn es Backstage ein bisschen anstrengend war, muss ich zugeben. Also es war sehr, sehr warm und stickig, also auch ein anstrengender Tag für mich. Ich habe gestern dann schon Beine trainiert in Emilius Gym und ich werde heute einfach den Tag noch mega genießen. Ich habe heute Abend noch ein Shooting und ja, freue mich auf jeden Fall, dass ihr das Video bis zum Ende angesehen habt. Ich hoffe, euch haben die Einblicke in die Wettkampfvorbereitung in der Peak Week gefallen. Und ich würde mich ganz arg freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo da lasst und das Video liked und auch gerne kommentiert. Wenn ihr Fragen habt zu meiner Wettkampfsaison, dann schreibt die doch auch gerne unten rein. Ich plane demnächst auch mal ein Q&A zu machen, also auch noch mal ein bisschen vielleicht inhaltlich auf eure Fragen einzugehen. Deshalb, ja, meldet euch da sehr gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt zu weiteren Videos. Ich danke euch auf jeden Fall ganz, ganz arg für euren Support, indem ihr meine Videos schaut, indem ihr mich auf Instagram verfolgt, indem ihr fleißig über meinen Code Lena bei Race und ZNT bestellt. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut aus dem wunderschönen Alicante und ich genieße jetzt noch den Sonnenaufgang da hinten.